Freunde da draußen, herzlich willkommen bei All Hands on Deck. Wir haben eine Stunde jetzt hier Zeit, also eine Stunde werde ich jetzt mit euch hier auf meinem Kanal rumlaufen. Wir sind in der Bullerei von Tim Melzer. Das ist das Restaurant. Das ist normalerweise hier Isaak erstmal. Isaak ist da. Na? Ich freue mich, heute wieder ein großer Auftritt. Aber du bist doch auch diesen Fame und Ruhm schon mittlerweile gewöhnt. Ne? Das finde ich jetzt etwas übertrieben. Du warst letztes Jahr auf meinem Kanal immer am Start, denn Isaak hat Show Your Talent letztes Jahr gewonnen, ihr erinnert euch. Florian! Oh mein Gott! Nein! Isaak gewinnt doch! Hä? Was? Was? Und was bei dir abgeht, ist krass, ne? Gut, die letzten. Was war mit der letzten Single? Erzähl mal von der letzten Single. Also dafür, dass es meine allererste Solo-Single mit einem vernünftigen Promotion-Konzept gewesen ist, so sind die Zahlen, also hätte ich mir so vor ein oder zwei Jahren im Leben nicht erträumen können. Millionen Streams? Naja, die aktuelle noch nicht, aber die davor auf jeden Fall, ja. Erzähl was zur neuen Single. Die neue Single, die heißt Home und die ist jetzt seit knapp zwei Wochen draußen und die spielen wir auch heute. Geiler Pullover auch. Ja, mach ich noch. Gibt's noch nicht, Jungs. Aber Augen offen halten. Ey, ich geh mal weiter. Isaak, ich freue mich, da habe ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, dass ich bei Isaak heute natürlich auch die Anmoderation vielleicht zusammen mit Steven Gätjen auch mitmache. Natürlich, selbstverständlich. Guck mal, was für eine Ehre mir das ist, wirklich. Moin. Ja. Hallo. Steven Gätjen. Ich bin der größte Fan von diesem Jahr. Hör auf, ich bin der größte Fan von dir. Nee, ich bin der größte Fan von dir. Die ganze Nacht wieder geguckt, Los Angeles. Hast du, ne? Ich hab wirklich, ja, guck das jedes Jahr. Muss ich sagen, das finde ich so toll an dir. Du hast direkt geschrieben, meinst, ja, war schwer, aber ich habe mit dir gefühlt, ich fand es gut. Nee, also ich freue mich, dass ich direkt nochmal Feedback von dir kriege. Oscars war sehr schwer dieses Jahr für Steven Gätjen. Ja, weil ich das auch sehr lang. Ich beobachte das ja aus einem anderen Blickwinkel. Ich denke die ganze Zeit, wie fühlst du dich? Weißt du, was ich meine? Was denkst du gerade? Und ich sehe diese Anspannung. Und wieder einen versucht an Rot. Nee, geht leider weiter. Haben wir leider nicht gekriegt. Was mich am meisten nervt, ist dann, da kommen irgendwelche Leute hier, so Publicisten oder Managements, und sagen so, nee, sorry. Er muss direkt in den Saal und dann steht er zwei Meter von dir entfernt und will vielleicht auch. Und langweilt sich. Und dann denke ich, er will doch gar, er muss doch gar nicht in den Saal. Wieso gibst du ihn mir nicht? Und wer ihn jetzt im Chat nicht kennt, fragt eure Eltern. Da hat meine Mutter nochmal den zweiten Frühling. Das glaubst du aber. Ich sag's gleich, es sind nicht die Lochis. Es sind Heiko und Roman Lochmann. Und ich sag's euch ganz ehrlich, die waren nicht nur in meiner Sendung letztes Jahr zu Gast, sondern wir sind auch gute Freunde. Und KF. Wir haben uns noch nie in echt. Wir haben uns noch nie in echt. Telefoniert über den T-Zone, weißt du, das ist schon lange her. T-Zone, ja? So ein Spielsüchtiger. Und deine Musik, ich meine, du bist Multimillionär geworden damit. Alles wunderbar. Du bist die? Ich bin die Lira. Ich singe heute zwei Songs. Jetzt gucke ich mal im Chat, wer kennt sie? Schreiben alle Boba, Boba, Boba. Lira Boba? Was ist Boba? Was meint ihr eigentlich? Ich weiß nicht, was mit Boba, was damit gemeint ist. Boba, also, da muss da irgendein Song von dir sein. Nee, weißt du auch nicht, gell? Komm. Ich heiße Ingo Pohlmann. Ingo Pohlmann heiße ich. Ah, okay. Ich freue mich, ich bin Knossi. Altes Haus. Die einzigen Konzerte, die ich habe, sind All Hands on Deck. Also in den letzten, im letzten Jahr hatte ich drei Konzerte. Ja, aber das ist ja. Deswegen ist das natürlich auch hier, die Veranstaltung unterstützt alle die Künstler, die durch Corona, sagen wir mal, auch finanziell geschädigt waren. Heute werden hier Spenden gesammelt und natürlich auch für den Krieg in der Ukraine, also heute für einen guten Zweck. Und du willst was anspielen, jawohl, wunderbar. Genau, das ist Leidenschaft. Nein, ich habe nur die Gitarre in der Hand genommen. Nur die Gitarre in der Hand, wunderbar, wir freuen uns, ich bin sehr gespannt. Okay, wir gehen mal weiter. Wow, guck mal hier, Eintopf, darf ich nicht oder was? Sicher, mach was du willst. Komm, wir gehen mal rein. Ist Tim Melzer schon da? Melzer kocht doch hier nicht. Da gibt's die Promis, lassen wir nicht rein. Gut, wunderbar. Ey, Tim wollte heute, der wollte heute kommen. Ich habe den heute auch das erste Mal kennengelernt, ne? Tim Melzer. Ein super Typ, ne? Tim Melzer ist ein guter, ne? Ja. Was willst du auch anderes sagen? Der bezahlt die Gehälter, ja? Ja, ne? Was macht ihr gerade? Wir spritzen. Ihr spritzt. Umfüllen, ja. Am liebsten weiße Sachen. Ja, sonst. Nö, ist doch gut. Ich auch. Ja. Ich kann ja einfach probieren, oder? Ja. Boah, ist geil, Alter. Ich nehme mal was Richtiges zu futtern, ja. Echt gut. Tim, nicht schlecht. Ist das dann so, muss ich mir das so vorstellen, dass der Tim alles vorkocht und sagt, so macht das? Freilich. Ja. Freilich, ja. Freilich. Ihr seid ein Paar, oder? Ja. Nein. Gut, komm. Also, okay. Hast du ein sehr. Ja, aber so habe ich es mir auch immer vorgestellt bei Fernsehköchen. Ne? Die kommen hier einmal hin, habe ich gekauft den Laden. So wird die Kartoffel geschält, so macht er es, so muss der Teller aussehen, gell? Mhm. Wunderbar, gehen wir weiter. Aber muss man ehrlich sagen, also wenn ich an meine Küche denke, wie geleckt das sogar im Betrieb aussieht, wie sauber das hier aussieht. Da bin ich ein Messi-Haushalt bei mir dagegen, ehrlich. Fabio macht die Nudeln, ne? Bist du Italiener? Tatsächlich, ja.
Das ist, guck mal, Tim Melzer, der hat auf jedes Detail geachtet. Alles da, ne, oder? Der Chat schreibt, jetzt alles kontaminiert. Erstmal abonnieren. Erstmal abonnieren. Twitch Prime ist kostenlos. Genau so ist es. Bist du Sub bei mir? Nicht bei dir. Bei wem? Ozzy Antics. Kenn ich nicht, kenn ich nicht. Was macht der? Ja, Fortnite leider Gottes. Kinderspiele, bunte Spiele, komm, wir gehen. Hallo, hey. Hallo. Na? Ich sag dir, im ersten Moment habe ich gedacht, wie heißt die Schauspielerin? Danke für das Kompliment. Wie heißt die? Wie heißt Jamie Lee Curtis. Heißt sie so? Ja, aber ich bin das nicht. Nee, ja, das ist ja klar, die ist ja nicht hier heute. Was macht ihr? Was macht ihr hier so? Ich habe Karten ersteigert. Karten ersteigert für einen guten Zweck, ja? Genau, und für Vincent da. Vincent Weiss. Habt ihr ihn schon getroffen? Gesehen, ja. Soll ich ihn mal holen kurz? Ja, gern. Komm, einmal auf dem Schoß sitzen. Mach da. Das sagen wir nicht nein. Den holen wir kurz. Vincent Weiss, kannst du den mal kurz holen, Marie? Sag dem, ist es wirklich ganz wichtig. Mit dem Lächeln bitte, sagst du zu dem. Der soll lächeln. Gute Laune. So, dann gehen wir mal hier rüber. Das sind die Twitch-Mitarbeiter. Ja, sag doch, wie es ist. Das sind die Twitch-Mitarbeiter. So halb, von Media Total, richtig. Von Media Total. Media Total ist das Unternehmen. Genau, das die Great Fight Night gemacht hat. Genau. Und die ganzen Teammates-Shows. Also das sind die Jungs, die dahinter. Das ist die Geschäftsführung. Was ist los mit Teammates? Wann kommt die nächste? Ist geplant im Sommer. Dann aber auch richtig, richtig groß. Wie müssen wir uns das vorstellen, richtig, richtig groß? Naja, die Great Fight Night hat ja schon einiges vorgelegt. Und ja, wir haben Spaß dran gefunden, würde ich sagen. Also habt ihr so Bock auf Live-Publikum und sowas? Ja? Geht jetzt auch wieder. Wegen Corona geht jetzt wieder. Alles wird gelockert und dann können wir jetzt auch die Hallen füllen. Geil, 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 geil. Jetzt habt das geleckt, schreibt hier jemand. Jetzt ist raus die Nummer, ne? Oh, das kann, da ist er doch. Vincent Weiss. Einen wunderschönen guten Tag. Sing dein Lied, dass jeder weiß, wer du bist. Du machst jetzt zwei Fans glücklich. Komm mit Kamera. Pass auf. Wo gehen wir hin? Zieh die Mütze runter. Pass auf, dass man. Nee, zieh die Mütze wieder auf. Wir machen. Ey, pass auf. Absoluter Fan-Moment. Die haben einen Haufen Geld hier ausgegeben, damit die sich das Ticket kaufen. Alles wird gespendet. Und die sagen zu mir: Wenn der Vincent Weiss einmal kommt, ich habe eine Kamera am Laufen. Ist doch klar, da musst du gut wirken, da musst du gut aussehen. Soll ich die Mütze runter machen? Du hast die Chance jetzt richtig schön, verstehst du? Kamera ist da, wir sind live. Du gehst dahin und machst jetzt aber wirklich, wie wenn du die seit Jahren kennst. Und gib denen mal was back. Gib mal was zurück. Komm. So, liebe Mädels, ich habe da einen Überraschungsgast für euch beide. Vincent Weiss! Hallo. Na, wie geht's? Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Hi, ich bin Vincent, falls Knossi das noch nicht gesagt hat. Und wie sitzen hier mit? Martina. Und? Finja. Und freu dich auf die Show? Auf wen freut ihr euch denn am meisten? Ja, aber auf welchen Künstler der singt? Revolverheld. Revolverheld. Und? Bosse, KF. Und wie gefällt euch Knossi? Geil. Top, ja? Hat sie gesagt, gut? Hat sie gesagt. Ich hab den Traum wahrgemacht, da ist er. Was findet ihr an Vincent Weiss so besonders toll? Ja, so wie du gesagt hast, also, weil er so ist, wer ist. Er verstellt sich nicht und ja, ist halt ein netter, sympathischer junger Mann. Dankeschön. Ja, sehr bodenständig. Und wisst ihr, das Schöne ist, er wird heute 8 Stunden nur für euch beiden da sein. Ich mache mich jetzt auf den Weg, ganz viel Spaß noch euch dran. Ey, da haben wir aber echt wieder Leute glücklich gemacht gerade, guck mal. Guck mal, wie happy. Dann gibt es immer die Leute, die kennt man auch, die stehen einfach im Weg. So, die gibt es auch immer wieder. Und das ist die Vorbereitung, also wenn man sieht, Steven geht, der bringt, hast du einen Ordner dabei? Ah, nee, Schuhe. Also das sieht so aus wie ein Ordner, es sind aber keine Schuhe drin. Aber du ziehst dich heute nicht so steif an, wie sonst, wenn du Pro-7 oder so mal. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, haben sie sich ja gewünscht, hier Great Fight Night, da haben sie gesagt, komm im Smoking. Ja, aber heute bleibst du so. Ja, ich ziehe mir ein Pyjama jetzt an, damit ich danach direkt... Ja, aber wirklich entspannt, ich gehe ja auch so. Ja, du siehst ja immer so aus, aber immer gut. Guck mal, von deiner eigenen Marke. Gibt es da auch Hoodies? Ja, da ist der Moment eigentlich, wo mir jemand einen Hoodie reichen sollte, den ich Steven Gätjen schenke. Ja, genau. Bring schnell einen Hoodie für Steven Gätjen. Du kriegst von mir einen ganz speziellen, nämlich einen Hoodie, den es noch nicht gibt. Und der passt auch, der ist nicht XS, weil so bauchfrei trage ich nicht. Nee, der ist nicht XS, der wird schon die richtige Größe haben. Ich gehe kurz da hoch, leg meinen Samen, komme ich wieder und da ist der Hoodie da, den es noch nicht gibt. Ja, wunderbar. Cool. Ja, jetzt ist er weg. Eine Stunde, da ist er. Woran hat's gelegen? Entschuldigung, ich bin echt gelaufen. Nee, das war zu langsam. Das ist, by the way, stell dich mal selber vor, das ist die Maria. Marie, aber er macht's mit Absicht. Ich bin Knossi Management und ich leite sein Modelabel. Ja. Guck, wie viel stolz du es auch sagst. Natürlich, ich bin noch ein bisschen jünger, ne? Wie meinst du da? Wie alt? Wir stellen junge Leute ein, richtig. Glaubst du, wie alt bin ich? Ich weiß doch, wie alt du bist. Ja? Ja. Hast du erst Geburtstag gehabt? Im Dezember hatte ich Geburtstag. Du bist 20. Nein, ich bin 23, wird 24. Ah ja, na klar.
Die Bewerbung ist auch schon 3 Jahre her. Single. Wunderbar. Er war da, gell? Wie war's? Danke nochmal. Oh, komm her, ja. Ja, na klar. Gerne, gerne. Ich bin aus. Wo kommt ihr? Du auch? Gehst du ins Caracalla manchmal? Nee. Guck mal, Knossi ist am Start jetzt. Okay. Also pass auf, wir fangen an mit 2 Stöcken. Also den einen Fuß, perfekt, auch das Pedal. Krass! Ich wusste ja gar nicht, dass du so gut spielst. Nee, ich glaub, nee, einfach so. Ich habe immer früher so ein bisschen mitgemacht, wenn ich die Lieder gehört habe. Ja, warte, aber der war nur einen Schlag zu früh. Wäre es perfekt gewesen. Ja? Ja. 1, 2, 3, 4. Und jetzt mit dem Fuß und das zusammen. 3, 4, ja. Ich bedanke mich, mega. Ja? Ja, habt ihr gehört, war nicht schlecht für den Anfang, ne? So schlecht war ich jetzt auch nicht, gell? Für den Anfang hast du gesehen, wie er war überrascht. Tim Melzer auch im Podcast heute so, der hat fragt er mich, wie alt ich bin, sag ich 86. Er hat gesagt, nee, ich dachte, wir sind ein Jahrgang. Kann nicht sein immer. Hört wirklich auf zu lachen, es ist echt nicht witzig. Gerade eben im Podcast saß ich mit ihm. Ja, was sagt er? Der hat mir erstmal Weißwein eingekippt, da wird nicht diskutiert. Mach nicht alkoholfrei. Kannst du Tricks? Nein, Mann. Aber ich bleib. Ui! Stell dir vor, wir schieben. Geil, Mann! Stell dir vor, wir schieben. Ja, aber geil, hä? Ja, nice. Okay, nee, das läuft. Wunderbar. Der Melzer kommt in 10 Minuten, mach mal noch einen fertig, ne? Kamera. Lichttechnik, also ey, für heute Abend, toi. Normalerweise Kameras für Wetten, das, ne? Oder? Oder was habt ihr sonst so gemacht für Produktion? Normalerweise... Alles, wir machen alles. Was war die größte Show, die ihr gemacht habt? Ja, nee, du, keine Ahnung. David Garrett, glaube ich. Die Tournee von David. David Garrett. War schon ganz gut. Ja, der war schon ja, das war... Toller Künstler. Ist heute nicht hier, Freunde. Und da bin ich sauer. Wir warten, der Chef kommt gleich, der Melzer reißt euch zusammen. Ich nur als interne Info, ich weiß, wie das ist, wenn man auf einmal den der Chef kommt. Da ist, Danke für die Warnung. Ja. Es ist doch immer so, gell? Egal, wo man arbeitet oder so, wenn der Chef gleich kommt, wenn man weiß, der Melzer... Alle gleich gerade, ne? Schon was hinlegen, ja, dass er gleich eine Schüssel in der Hand hat. Wir müssen auch, dass wir so aussehen, als würden wir arbeiten. Oh, genau. Das ist wichtiger, als dass wir wirklich arbeiten. Ich werde euch alle loben, wunderbar. Der Melzer kommt gleich. Oh, richtig frisch. Gehen wir wieder rüber. Der kommt aber gleich, pass auf, ne? Ich guck, dass der, ne? Hallo? Hallo, moin, hallo. Du bist der? Tim Bensko. Nein, mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht. Genau, ne, ich bin Alexander Knappe. Boah. Knackige 37, Single. Wir freuen uns später. War das jetzt ein Künstler oder nicht? Ich weiß immer nicht. Hat mich irgendeiner verarscht? Ich dachte wirklich, das ist ein Star. Boah. Bitteschön. Das ist unangenehm, sag ich für Vincent Weiß keinen. Wie unangenehm. Aber der ist XS. Ja, na klar. Nur betont. Ja, na klar. Ja, wie geil. Soll ich den anziehen? Wenn du willst. Musst du aber nicht. Du kannst ihn auch mit nach Hause nehmen. Denkst du, ich lasse den hier? Ja, logisch, werde ich den präsentieren, werde ihn ganz stolz tragen. Ja. Also nur das Sweatshirt, nix unten. Ja. So wird es kein Pflaume auch machen. Guck mal, so sehen wirklich professionelle Künstlermanagements aus, ne? Da weißt du, wo die Kohle hingeht. 20-25%. Mindestens. Ja, so ist das aber. Das ist Angelina, die kennt ihr, die ist von unserem Team. Das sieht man auch am... Ist ja klar, dass die bei uns arbeitet, bei mir. Die werden nämlich hier mit jeder Einzelne gecastet bei uns. Theo. Theo. Ich bin Theo, ja? Von Alge. Ja. Wunderbar. Wer seid ihr? Ich bin Bench. Das ist Charlie. Ich bin Charlie Klaser. Wir sind auch 2 Acts, die heute spielen. Ja, yeah. Und wir freuen uns gerade tierisch. Ich habe sogar deinen Code benutzt für diese Gun. Ja? Ja. Ich bin mega Fan, oder Scheiße, ich bin mega Fan von deinem Stream. Ich freue mich sehr, dass ihr heute... Ich freue mich mehr, Bruder. Mit der Vorlage, Junge. Bam. Bam. Was macht ein Lochmann, was machst du hier? Ach so. Ich wollte nicht stören, ich wusste ja nicht, dass... Ich sehe mich jetzt ein. Nee, komm, ich habe nichts... Ja, ciao, komm. Aber ich kann ja nicht wissen, dass der mit einer da am Eck steht. Unangenehm. Mensch, der Chef kommt. Der Chef kommt, oder?
Wenn der Chef gleich kommt, alle schön knicksen. Alle rein. Hallo, Chef. Nee, ist das so? Nee, ne? Der kommt einfach, juckt keinen. Ne? Juckt keinen. Oder muss man das sagen? Ich hab natürlich, Chef, ich habe natürlich die letzte Sendung auf Vox geguckt wieder. Krieg ein Autogramm. Ich guck ja jede Show. Ja, okay. Wie heißt die Sendung nochmal? Koch den Hänsler? Nee, nicht Koch den Hänsler. dein Chef. Nee, wie heißt sie denn? Kitchen Impossible. Ja, Kitchen Impossible. Die ersten Folgen haben auch übrigens, die wurden hier hergestellt, ne? Melzer! 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 Der Chef ist da! Reißt euch zusammen! So ist er in real, Tim Melzer. Nochmal. Oh, schön dich gesehen. Tim Melzer. Mach mal eine andere Leute, ich bin fertig. Tim Melzer, meine Damen und Herren, betritt sein eigenes Lokal und freut sich natürlich auch, dass All Hands on Deck heute bei dir stattfindet. Wahnsinn, das ist unser Restaurant ja nicht nur ein Restaurant, sondern schon immer ein Ort für Kultur, Leute, Dinge, Musik vor allen Dingen sehr viel. Und seit langer Zeit endlich mal wieder das echte Leben spielt. Und ich bin wahnsinnig stolz, hiermit nichts zu tun zu haben, aber der Gastgeber sein zu dürfen. Ich finde das gut, dass du so bist wie ich, auch vom Gemüt her. Und aus Atem meinst du? Sport rauchst du auch? Übergewichtig. Rauchst du? Trunksüchtig. Zigaretten? Was? Zigaretten? Wen fragst du? Früher oder nee? Ja, früher. Gib mal eine. Ich sag, ich werde dir nicht vergessen, das weißt du gar nicht, dass du mal am Frankfurter Flughafen einfach so ohne Grüßen vorbeigegangen. Ich habe gegrüßt, du, nix. Hat er mir im Podcast erzählt, Tetris kam sein Hirn nicht mit. Ja, und das ist ein bisschen wie bei YouPorn. Würdest du da jemanden grüßen, wenn du da jemanden von der kennst? Nein, da hält man das einfach ein bisschen dezent. Okay, sind das die Drinks? Das ist deine, ja, der mit dem Trinkhalm ist deiner. Ich dachte ja, vielleicht ist es dir peinlich, mich zu treffen. Nee. Ich habe gehört, die Lochis heißen jetzt anders, sind aber auch da. Sag bloß nicht die Lochis. Weiß, hab ich gehört. Heiko und Roman Lochmann, Hero. Genau, die sind auch da. Und die Musik mag ich auch sehr gerne. Die sind erwachsen geworden. Die sind erwachsen, ja, so wie wir alle. Ja, ich noch nicht, aber ich gehe mir groß. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ganz liebe Grüße an deine Mutter. Ja? Ja. Weil die hat dich doch zu dem gemacht, was du bist. Da hat meine Mutter nochmal den zweiten Frühling, das glaubst du aber. Tim Melzer hat mir heute auch wirklich solche Komplimente gemacht, sei euch ganz ehrlich. Er hat gesagt, also so ein Typ wie du, die erste Fernsehsendung Gänsehaut bekommen. Der hat heute Wunden in mir aufgerissen, wirklich schlimm. Es gab einen Moment, im letzten Jahr war das noch, ich habe kein gutes Zeitgefühl. Da bist du auf die Bühne gekommen bei täglich frisch geröstet irgendwie und du hattest ein Grinsen im Gesicht, wie ein vierjähriges Kind zu Weihnachten, das Playmobil Piratenschiff bekommt. Und du hast das so gerockt und ich hatte das Gefühl, da wird gerade eine Legende geboren. Das meine ich ernsthaft. Und dann, jetzt, und ist aber nicht passiert, will er sagen. Und da ist Isaac, auf den bin ich heute natürlich wieder, da bin ich halt wieder sehr gespannt heute. Das wird wieder toll. Erzähl mal was kurz noch zur Bullerei. Was? Wie hast du den Laden hier gefunden? Gehen dir gerade die Themen aus, oder was? Und Leute, und pass auf, nein, dich zeige ich kurz, weil das ist die weibliche Stimme im Allgesong. Oh Gott. Nur, dass ihr es wisst. 8000 und hab nur einen Dreier. Das ist sie wirklich. Sag dir, stimmt. Ja, stimmt. Das Mo, ich hasse dich. Das ist sie wirklich. Ist wirklich. Komm, wir gehen rüber. Alge.